So, nur irgendwie gucken, wie ich da am schnellsten hinkomme. Wahrscheinlich mit dem Heli. Oh, wo kriege ich jetzt auf die Schnelle einen Heli her? Hey Leute, habt ihr hier einen Heli? Nee, ich sehe jetzt hier gerade keinen. Uah. Das war knapp. Hier unten Heli? Nee. Wir können ja auch mal gucken, ob wir vielleicht mit dem Wingsuit bis dahin kommen. Glaube ich zwar eher weniger, aber können ja mal testen, wie weit wir mit so ein bisschen Parabelflügen kommen. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Schwung geholt. Ah, ich glaube nicht, dass das geht. Das ist zu weit weg, das Ding. So, dann gucken wir mal, dass wir da hinten irgendwo ein Heli herkriegen. Dann machen wir uns das jetzt einfach mal wieder bisschen einfacher. Ja, einen von diesen ollen Fischerkähnen nehme ich garantiert nicht. Süße, da unten ist ein Flugzeug, das geht doch genauso gut. Reine das gute Teil. Oh, warte mal, ist hier irgendwo? Ist hier irgendwo eine Garage? Weil die Ortschaft gehört ja, glaube ich, schon mir, ne? Ich glaube, das Ding kann ich gar nicht bis zur Garage kriegen. So einfach. Ach, das ist die scheiß Garage, die da im Dings ist. Ah, dann löschen wir den halt. Oh, das Ding, das ist ja. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Tempo. Bisschen lahm das Teil ansonsten. Wir machen das mal hier einfach so. Und steuern das Teil jetzt einfach mal direkt Sie befinden sich auf Das könnte Ärger geben. drauf zu. Ich liebe Ärger. Oh ja, Ärger ist toll. So, im Sturzflug jetzt einfach rein da. Habe ich was kaputt gemacht? Sieht nicht so aus. Stromausfall. So, ich muss mal gucken, da ist eine Flak. Aber dann klaue ich mir gleich mal den scheiß Helikopter. Sobald die Flak hier mir gehört. Ach scheiße, der Helikopter brennt. Mist. Hätte ich das mal jetzt nicht zerstört hier. Scheiße. Frag dich. Wir brauchen Verstärkung. Brauche Verstärkung. Wir haben Feindkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Das Gute ist, wenn die jetzt anfangen, hier mit irgendwie Fluggerät zu kommen, haut meine Flak die erstmal weg. Wie viel ist sie überhaupt noch? Hier ist noch eine Radarschüssel und noch so ein bisschen Stromgedöns. Und da sind Los, findet den Rebellen. Er Waffen. Darf nicht entkommen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auch ein bisschen Bum-Bum-Geschosse hier. Ich brauche mehr Munition. Einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. So, das haben wir fertig. Also die Transformatoren, meine ich jetzt. So, jetzt müssen wir aber erstmal dafür sorgen, dass die auch keine Verstärkung mehr rufen können. Ach, das Ding ist ja immer noch heil. Schon besser. Zielperson ist entkommen. Zurück auf eure Posten. Sie befinden
befinden sich in einer Sperrzone. Ach, halt die Fresse. Find die Radarschüssel. Bringen wir es hinter uns. Mehr Waffen, mehr Männer. Wir brauchen es. Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher. Hier Zentrale. Wir schicken Boote zu eurer Position. Mach doch. Ach, da ist die scheiß Radarschüssel. Dich wird niemand vermissen. Ich muss mal eben ganz schnell. Ein bisschen diesen aufräumen. Wir brauchen Hilfe. Hier Zentrale. Unterstützung ist unterwegs zu euch. Ui. Ich tauche mal eben schnell. Weil dann lassen sie mich erstmal in Ruhe. Und ich kann mich ganz kurz an erholen. Alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Ich muss hier irgendwie wieder raufkommen. Mach ich am besten mal so hier. So, ich brauche jetzt hier nur so ein paar Treibstofftanks noch. Und das bisschen Munition da vorne nehme ich natürlich auch noch gerne mit. Sauberer Schuss. Okay, es dürfte ich hierfür auch erstmal los, wieder ein bisschen was Rebellen. Haben. Yeah. Nicht entkommen. So, wo sind jetzt hier noch Treibstofftanks? Ach, da unten ist einer. Also ich, kann ich von hier treffen? Nee. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. So, hier dürfen noch maximal ein so ein scheiß Tank sein. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Ja, ja, ja. Ich guck mal eben auf der Map, wo das Ding... Der ist hier unten. Lage ist eskaliert. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. Hä? Zwei Tanks sind hier noch. Die kommt wie gerufen. Zwei Tanks, die ich jetzt gerade aber irgendwie nicht so richtig ausfindig machen kann. Habe ich da gerade einen gesehen? Ja, da ist einer. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Und was ist jetzt mit dem Benzin hier, Penner? Und einer soll da noch sein. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Das Blöde ist, man sieht nicht, ob die Dinger oben oder unten sind. Ach, Kacke. Gucken wir das mal von hier an. Da ist er. Nee. Plattformer Trio 1. Nach dem anderen. So, jetzt haben wir insgesamt 5 von 7 kompletten Regionen befreit, also von den Großgebieten. Hier stand doch auch ein... Da hinten steht ein Hedi. Der gehört ja jetzt mir. Und deswegen fliege ich damit jetzt auch. Hey Rico, du bist mein Held.
So, dann gucken wir noch mal. Hier ist die nächste Hauptmission. Aber warte mal, was fehlt denn jetzt hier eigentlich noch? Hier fehlt auch nur noch eine Siedlung. Und hier oben, okay, hier oben fehlt noch alles. Das mache ich mal ganz in Ruhe. Aber die eine, die schnappe ich mir hier unten nachher auch noch mal. Ne, Nanu. Oh, der Cursor ist gerade ein bisschen störrisch. Jetzt. So. Auf zur nächsten Hauptmission. Nebenbei einfach ein bisschen blind hier in die Gegend ballern. Vielleicht treffen wir ja irgendwas. Die sind in diesem ollen Berg drin. Warte mal, dann lande ich jetzt hier mal am Rand. Damit ich vielleicht wenigstens den Heli zur Verfügung habe. Butterweich. So, ich hole noch aber eben schnell mal Munition. Lass es krachen, Rico. Mach sie fertig, Rico. Okay, ausgerüstet sind wir jetzt erstmal. Dürfte reichen für ein Weilchen. So. Ich will zu meiner Gran Madre. Wie geht's Mario? Dem geht es ganz gut. Rico, töte mich, bitte. Aber er ist schlimmer als ein Baby. Mhm, aber ein ganz süßes. Na, wenn du das sagst. Oh, Rico, ich hab hier was Interessantes. Was hat Sino hier verloren? Oh, ausreichender IQ. Er sagt, er hat früher für das Bavarium-Waffenprogramm gearbeitet. Die Diagnose ist faszinierend. Das Bavarium wird direkt in die Panzerung eingearbeitet. Dadurch wird es immun gegen konventionelle Waffen, Explosionen und okay, Feuer. Okay, also... Unbesiegbare Panzer. Gibt's eine gute Nachricht? Ich weiß noch nicht, wie man das Schild deaktivieren kann. Und was genau ist daran gut? Tja, wir wissen, dass viele Teile des Panzers in einer Fabrik in der Nähe gefertigt werden. Okay, Dima, das sehen wir uns an. Nein, 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 zu gefährlich. Theo hackt sich in die Systeme. Oh, nein, nein, nein. Theo repariert diesen Panzer und dann verkaufen wir ihn. Die Krankheit und das Heilmittel zu kennen... könnte noch viel mehr wert sein. Oh, du willst eine neue Waffe entwickeln. Dann ist ja alles klar. Dann machen wir drei Hübschen uns mal schnell an die Arbeit, was? Okay, wir sorgen dafür Ärger, du erledigst die Verstärkung und dann greifen wir zusammen die Fabrik an. Klingt nach einem Plan. Nein, 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 nicht anfassen! Ah. Viel Spaß, du Wahnsinniger. Na dann? Lassen wir zu dritt ein bisschen die Sau raus. Das wird ein Spaß jetzt. Huhu! Hey Rico, du findest vor Ort ein kleines Spielzeug, das wir für dich dagelassen haben. Wir starten ein subtiles Ablenkungsmanöver. Du musst nur die Soldaten ausschalten, die darauf reagieren. Kapiert? Meine blöde Frage, was habt ihr mit meinem Heli gemacht? Wo habt ihr das Teil her? Aus dem Überraschungsei oder was? Toll. Hatte ich ein Heli, mit dem ich ein bisschen Krach machen kann? Und dann kriege ich hier so ein Spielzeugteil. Verrätst du deinem alten Freund Sheldon, was hier los ist? Du scheinst eine Menge Leute nervös zu machen. Weißt du irgendwas über die Ravellos super tolle Panzer, Sheldon? Ich denke schon. Was denkst du, woher sie kam? Von der freundlichen Agentur nebenan natürlich. Die Schwarze Hand hat ein Vermögen dafür bezahlt. Die Schwarze Hand?
Söldnergruppe. Arbeitet für die Ravello. Große Typen, gruselige Stimmen. Mit Bavarium geschützte Panzer, das übliche halt. Die Schwarze Hand hat einen Deal mit die Ravello. Sie kriegen auch einen Teil des abgebauten Bavariums. Wir spinnen ein komplexes Netz, amigo. Der Typ hängt doch bis zum Hals damit drin, in der ganzen Nummer. Und was soll ich jetzt machen? Ich lande mal den Heli. So eine Reparatur, in so einem Reparaturgebiet hier. Ach nee, das ist die Werkstatt. Na gut, ich hab das Teil hier schon. Rico, du sollst sowas nicht herbringen. Befreie Porto Cavo. Dann beschaffen wir für dich die Pläne. Rico, wie sieht's aus? Ich bin hier. Wir sind unterwegs. Unser Ablenkungsmanöver beginnt in etwa jetzt. Und jetzt muss ich snipern. Das wird geil. Das mache ich ja gerne. Na, das nenne ich doch mal ein Ablenkungsmanöver. Und jetzt soll ich die Wachen snipern, die da drauf reagiert haben. Wenn ich das jetzt alles so richtig verstanden habe hier. Na, dann schauen wir doch mal. Sehr subtil. Wie bestellt. Jetzt zeig mal, was du kannst, Rico. Mach sie fertig. Scheiße, das ist natürlich schwieriger, wenn die in der Bewegung sind. Oh, okay, das Ding macht gleich Bumm. So, wo sind die nächsten? Ein Schraubokopter. Ich meine, das ist dann für ein Scharfschützengewehr vielleicht aber doch ein bisschen viel, wenn du mit zwei Schüssen direkt erstmal einen Heli wegjagst. Ich möchte ja jetzt gerne, dass das Auto da in die Luft fliegt. Oh, weißt du was? Jetzt habe ich die Schnauze voll. Machen wir das jetzt einfacher. Quatsch, jetzt habe ich ja als Waffe dieses blöde... Scharfschützengewehr und nicht mehr meine Bum-Bum-Geschosse hier. Respekt, Rico. Test bestanden. Geh jetzt zum Aussichtspunkt an der Raffinerie. Du kannst für uns den Spion spielen. Diese Bavarium-Raffinerie. Wozu dient sie? Sie extrahiert Bavarium aus Stein und Metallen. Das Ergebnis ist reineres Bavarium, das man leichter zu einer Waffe machen kann. Dafür ist es etwas instabiler. Gibt es viele dieser Raffinerien? Eine Handvoll. Wir wissen, dass unser gekaperter Panzer mit Bavarium aus dieser Raffinerie gebaut wurde.
Das hat die Analyse der enthaltenen Metalle ergeben. Vergleicht man die Spuren verschiedener Mineralien mit einer geologischen Karte von Medici, ist es einfach... danke, Theo. Der Typ quatscht auch ein Zeug, Alter. Hey, kommt ihr beiden jetzt, oder... Hey, nicht jeder kann fliegen. Ich kann das auch nicht. Ich nutze nur die Möglichkeiten, die mir gegeben werden. So, die Waffe, die Basis hatte ich ja auch noch nicht. Ach, das ist, glaube ich, dann sogar die, wa? Oder habe ich die doch schon? Ah, doch, die habe ich doch schon. Das ist das, wo man hier dieses... Nee, das ist ein ganz anderes. Ich habe eins von diesen Achievements nämlich schon gemacht. Oder von diesen... Eine von diesen Challenges, wo man das Bavarium sammeln muss. Aber dann sieht es wohl so aus, als hätte ich diese Basis dann doch noch nicht gemacht. Amüsieren wir uns ein bisschen. Zerstör den Schaltkasten. Das müsste das Tor öffnen. Ich kann von hier deinen selbstgefälligen Blick sehen. Welchen selbstgefälligen Blick? Komm runter von deinem hohen Ross, Rodriguez. Warum bist denn du so zickig? Boah, das ist ja eine richtige Zicke, die Alte. Na, mit der hätte Rico ja seinen Spaß, wenn aus denen was wird.